Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs mit dem Sascha. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Du willst meine Familie ficken, ha? In mein Haus einbrechen, mir einen Scheiß klauen, ha? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Ein Mächtigern-König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du blaue Kinder? Brüder und Schwester? Du fickst meine, ich fick deine. Fotze! Der hat eine Umgangssprache, ey. Ist nervig. Typ. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße, hier draußen bin ich Polizei. Also das Scharfschütze hatten wir den Jordi, der war auf einem anderen Dach, aber dem haben wir schon eine Weile nichts mehr gehört. Bring den Scheißkerl um! Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. So was hast du noch nie gesehen. Komm schon. Komm schon. Jawohl, erwischt. Hey. Tja. Irak beschützte einen Haufen Erpressermaterial. Aber er wollte noch mehr. Er wollte das Video aus dem Mello. Er hat es nie gefunden. Die Viceroys werden sich neu formieren. Ein neuer Anführer wird kommen. Und Bedbug? Er hat die Chance auszusteigen. Hoffentlich ergreift er sie. Alter Schwede! Wie geil! Wie geil ist denn die Waffe? Was? Ich hab gar nichts gemacht. Akt 3 mit allen nötigen Mitteln. Mission beendet. So, was haben wir anzubieten? Also viel können wir da nicht mehr skillen.
Ich weiß, was ich tue. Du musst mich nicht überwachen. Das glaube ich doch. Als Team waren wir immer stärker, das weißt du. Keine Schwäche, das zuzugeben. Mal ehrlich. Ohne mich hättest du die Daten nicht. Und du hast sie, oder? Ja, ich habe alles. Ich will Nikki. Mein Gott, es war richtig, dich zu informieren. Meint, ich muss mal Entschuldigung, dass ich das mal kurz abbrechen muss. Ah, wir müssen zum Bunker zurück, ja, da hätten wir ja auch die Schnellreise nehmen können. Entschuldigung. Ah. Siehst du, wir waren das. Jetzt bringt sie mir direkt keinem anderen. Da klopft einer an. Klopf, klopf. Achso, kann ich wieder raus. Es überrascht mich immer so, dass wir schon da sind. So, nicht wundern, der Kenway sitzt jetzt auch hier unten rum. Okay, legen wir los. Hey, siehst du das? Nette Arbeit. Das ist so viel, Aiden. Aha. Ja, wir müssen das nur durchsuchen und einen Namen finden. Tja, nun, du hast Glück. Weil in dem Chaos sind massenweise Namen. Und jeder Einzelne hat Dreck am Stecken. Dreckige Korps, der Club, gierige Mogule, sogar stadtbekannte Gutmenschen. Irek wollte die ganze Stadt erpressen. Was ist das? Auch vom Server? Ach, Teufel! Da hackt sich einer rein! Wir werden alles verlieren! Halt ihn auf! Jetzt! Was machen wir? Das Signal zurückverfolgen. Wenn wir die Quelle finden, können wir seinen Zugang abschalten. Beeilung! Oh nee, nicht schon wieder hacken. Alter! Na! Warum lässt sich das so komisch steuern? Ach, komm schon, Mann, die reinste Malware-Flut! Ja, was soll ich denn machen? Es geht nicht schneller! Alter! Alter Schwede, ihr habt doch einen an der Klatsche. Okay, ich muss nicht genau drauf sein. Ja super, jetzt geht's auch noch nach Zeit. Ihr habt doch echt einen an der Klatsche. Das schaffe ich nicht. Er deaktiviert unser Schutzprogramm. Ja, ist doch gut. Halt doch mal die Klappe, ich bin doch schon dabei. Nein. Ja, ich seh's noch nicht. Auch schon ein Wetter. Ich weiß nicht, wer er ist, aber wenn ich tippen müsste, sieht es nach Default-Handschrift aus. Der schäbige Hacker lässt sich anheuern. Er ist gut. Na. Na. Eieieieieie. Hallo. Das ist der Diva. Das sieht ja geil aus. Der sah ja geil aus, der Typ. Clara, wer ist das? Er scheint dich zu kennen. Je sais pas, je... Ich weiß nicht. Geil. Wer spielt's ab? Es war gar nicht schwer, sie zu finden. Zwei Männer. Einer ein Hacker, der andere ein Fixer. Wenn ich mich nicht irre. Hab vorher nie von denen gehört. Ich kann das erklären. Ich wollte es dir sagen. Gute Arbeit. Die Namen bitte. Haben Sie vor, Ihnen was anzutun? Wann hat Sie das je interessiert? Ich bin sicher, die Summe ist zufrieden. Oh nein, Clara. Damien Brinks und Aiden Pierce. Aiden? Da klopft einer an. Clara. Aiden, er versucht uns den Scheiß zu löschen. Wir müssen ihn schleunigst rausschmeißen. Aiden, komm schon!
Tiefschuss hochziehen. Ich dreh den Saft ab. Aiden. Wer war das? Wer hat das befohlen? Wenn ich's wüsste, würde ich sagen, das schwöre ich. Es tut mir so leid. Oh nein, nicht clever. Oh clever, was hast du getan? Kannst du es finden? Ja, bin schon dran. Diese Mist. Komm schon, Mann. Mach hin. Mist. Wo willst du hin? Der Scheißkerl hat uns die Mutter aller Viren geschickt. Er hat alles kopiert, was wir hatten, und von unserem System gelöscht. Er weiß genau, wie er uns abschalten kann. Ich muss den Backup Tower rebooten. Ohne den, kein Default. Kein Default, keine Daten. Ich gehe. Nein, 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 nein. Ich gehe. Ich mach mir gern mal die Hände schmutzig. Weißt du was, Aiden? Du wirst wohl Damien noch eine Weile hinhalten müssen. Mit dem komme ich schon klar. Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin. Viel Glück, Amigo. Red Boy hat einen Fehler gemacht. Oh, ging doch schnell. What? Levelaufstieg, Skillpunkt erhalten. Was für ein Spiel er auch spielt, dieser Default. Er bringt Nikki in große Gefahr. Er geht mir mächtig auf den Sack. Aber jetzt muss ich Damien hinhalten. Wo bist du? Vor einer Minute machst du Versprechungen, dann nicht. Kein Piep. Dieses Mal treffen wir uns. Persönlich. Wie altmodisch. Hast du denn etwas für mich? Wir reden. Oh, Aiden. In dem Fall sage ich den Ort. Mann. Es nervt mich auch gerade tierisch, dass die ganzen Folgen weg sind. 4 Stück sind es, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Und jetzt hat auch noch Claire uns verraten. Also es scheint eine alte Aufnahme zu gewesen sein, weil die hat ja von Damien und Aiden gesprochen. Da ist kein Auto natürlich hier, super. Na, dann jogg mal ein bisschen. Obwohl, wir können ja eigentlich mal die Schnellreise benutzen. Dafür haben wir sie ja. Wo wollen wir denn hin? Ich möchte gerne ein bisschen in die City, weil ich möchte nämlich ein paar Leute abziehen. Und ein bisschen Sachen einkaufen. Bitte, das ist dieser Rächer, von dem Sie berichtet haben. Genau. Wir haben nämlich jetzt diese Funktion, dass Leute mit speziellen Kondos extra angezeigt werden. Blumenzentrale. Sie sind auf einer sicheren Leitung. Alles klar. Hattest recht, ich wurde gehackt. Aber keine Sorge, ich habe ihn für dich markiert. Gib einen Auftrag raus. Alles klar. Wir stören seine Firewall und geben ihn als Auftrag raus. Sein Kopfgeld wird hochgesetzt. Also ich werde jetzt echt ein bisschen Geld hier zusammen hacken. Das dann abheben. Sehr nett. Was da denn los? Aua. Warum macht ihr denn sowas? Deine Versicherung, würde ich sagen. Gut, weiter geht's.
Die TOS funktioniert nicht. Da muss was passieren. Ja, wir gehen unser Steuergeld rein. Ob es uns gefällt oder nicht. Jetzt haben wir dieses TOS. Weißt du, was da sonst noch nicht stimmt? Ich meine, die Stromversorgung ist doch eine der Grundfunktionen. Vielleicht sollte ich umziehen. Ja. Genau, ja, ja. Ja, ja, hört sich gut an. Mann, ich kann mir keinen Anwalt leisten. Das war eine Falle. Ich hab... Ich muss die Musik irgendwie wieder auskriegen. Ja, genau, danke. Vor allem mit den Barneys. Oh, sie kommt. Hey, hey, Barney, was geht? Hey, wohin was gehst du? Dich, Spinner? Willst du ein bisschen spielen? Klar, ein bisschen spielen. Ach, die kommt so. Ganz sicher. Gut, dann suchen wir uns mal ein Geldautomat. Da drüben ist einer. Eieieiei. Na, wie viel haben wir? Plus 36.000, da haben wir ja gut gesammelt. Nice. Gut, weiter geht's. Na komm, machen wir das noch. Ups. Nehmen wir den noch, das Ding mit. Gesundheit. So. Wo ist es? Ich muss die Augen offen halten. Er kann auch nicht weit sein. Hat einen dritten Nippel. Oh, die Arme. Roboter! Überall Roboter! Lass mich bloß in Ruhe! Gefällt mir! Jawolla! Jawolla! Na, war so ein bisschen was von Ruf getan. Verbrecher neutralisiert. Nice. Gut, Knut. Gut, wir machen hier aber mal eine kurze Pause. Ups, nee, falsche Tasse. Wenn es euch gefallen hat, Schlüssel nach oben, sag ich schon, weil ich da gerade Schlüssel gelesen habe. Daumen nach oben, wenn nicht, schreibt es bitte in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Watch Dogs mit dem Sascha. Dankeschön, ciao.